Sadie, emotionaler Tag für dich. Nach dem Interviewmarathon mit der Zeitung und im Fernsehen bist du jetzt noch hier. Aus gutem Grund, wie fühlt sich das jetzt an? Für mich persönlich natürlich mega gut, endlich mal wieder dabei zu sein, auf dem Platz zu stehen, ein Tor zu machen, vor der Kurve zu jubeln. Aber ich denke mir natürlich, warum können wir das nicht mit einem Sieg belohnen und dann mit 3 Punkten nach Hause fahren? Das wäre natürlich noch mal ein Tick schöner gewesen. Reden wir mal kurz über das Gute. Dein Tor, wie war die Szene? Das war ja ganz knapp nach der Einwechslung. Ja, ich habe gesehen, dass Özzi freigespielt wurde und ich weiß ja eigentlich auch vom Aufstiegstor, dass er immer sehr gerne reinflankt. Bin dann mitgelaufen und habe gehofft, dass der Ball durchrutscht. Er ist durchgerutscht und dann stand ich da, habe den Fuß hingehalten und dann ging er rein. Vielleicht ist das so knapp nach dem Spiel eine blöde Frage, aber ein Punkt aus Ingolstadt gegen Zweitliga-Absteiger, wieder ein Punkt weggerückt von der Gefahrenzone. Kann das sein, dass der sich morgen ein bisschen besser zumindest anfühlt? Ja, das kann sein, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind in der Lage, hier 3 Punkte auch mitzunehmen. Also wir haben das Potenzial, auch hier mit dem Auswärtsdreier nach Hause zu fahren. Und deswegen ist das einfach schon ärgerlich. Letztendlich für die Tabelle, ja, hast du recht, ist es ein Polster, was wir jetzt ein bisschen haben. Aber unser Anspruch ist trotzdem, hier 3 Punkte mitzunehmen. Ich glaube, das fühlen wir alle. Dann viel Erfolg gegen Wuppertal und Bayreuth. Danke dir. Danke.